Hallo Leute, schön, dass ihr heute dabei seid bei dem Video. Die Anlage habt ihr noch gesehen, wie wir sie aufgestellt haben, beziehungsweise war ja schon was drin. Heute zeigen wir euch schöne Bilder von wunderschönen Discos und ich verrate euch auch, woher wir die haben. Noch ganz kurz zur Anlage, sie ist ja jetzt schon eine Zeit lang im Betrieb. Ich bin sehr zufrieden damit, der Absaugmechanismus funktioniert ganz gut, muss man allerdings etwas öfter machen, als ich eigentlich gedacht habe. Vielleicht erhöhe ich noch ein bisschen die Strömung kurzzeitig, dann geht der Dreck noch ein bisschen besser hin. Da muss ich noch ein bisschen rumtüfteln. Ansonsten, die Fische stehen 1A, haben super Appetit und freuen sich jedes Mal, wenn ich sie fütter. Nachdem Stenker ja aufhört mit seiner Zucht und auch mit dem Verkauf von Diskusfischen, mussten wir uns ja umschauen nach einem anderen Züchter und da haben wir uns entschieden, Weißflugdiskus zu importieren. Die kommen ja aus der Schweiz, also muss man sie auch importieren. Wir sind sehr zufrieden mit den Fischen, die haben eine ausgezeichnete Form, einen irrsinnigen Appetit. Die fressen Granulat, die fressen Rinderherz, die fressen Gelegenfutter, alles was man so gerade dabei hat. Kann man reinschmeißen und es wird super gefressen, super angenommen. Es gibt keine Bakterienunverträglichkeit mit Stenkerfischen. Das haben wir im Vorfeld schon lange getestet für euch, dass ihr da sicher seid, auf der sicheren Seite seid. Und ich habe sehr, sehr viel Freude, mit diesen Fischen zu arbeiten und auch die Fische zu verkaufen. Im Online-Shop könnt ihr auch schon Weißflugdiskus bestellen unter der Rubrik Diskus und Nachzucht. Da kommen jetzt peu à peu noch immer mehr dazu. Gerne könnt ihr mich aber auch im Ladengeschäft in der Nähe von München besuchen und euch selber ein Bild machen von den eindrucksvollen Tieren mit wunderschöner, runder Form und tollen Farben. Als nächstes mache ich für euch ein Fütterungsvideo. Da gibt es ein, zwei Tricks, die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen und auch ausprobieren. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Seid dabei und abonniert den Kanal.